Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Kompakt im September. Wie immer begrüße ich jetzt den Chefredakteur Jürgen Elsässer bei uns im Studio. Jürgen, was erwartet die Kompaktleser denn in der September-Ausgabe? Ja, wir behandeln die Themen, die jetzt den heißen Herbst begleiten werden, nämlich einerseits die Euro-Krise, den zu erwartenden Euro-Crash, Syrien als Türöffner für einen möglichen Dritten Weltkrieg, die verschärfte Lage bei den Staatsfinanzen in Deutschland, Deutschland vor dem Staatsbankrott. Wir machen nochmal einen Rückblick auf die Affäre Olympia, Nadia Drigala, die Ruderin, die wegen ihrer Liebesbeziehung abreißen musste. Und im Feuilleton Themen wie Mata Hari, die Schlacht im Teutoburger Wald gegen die römischen Legionäre und weitere spannende Dinge. Jetzt ist ja das Titelbild der aktuellen Ausgabe recht reißerig. Wir sehen King Kong mit einem Eurozeichen als Kette und Angela Merkel in der Rechten. Ja. Warum dieses Motiv? Ja, wir haben ja das ursprüngliche King Kong-Motiv auch noch innen im Heft drin. King Kong und die weiße Frau, der Film aus dem Jahre 1933. In meinem Aufmacherartikel mache ich so eine Parallelisierung der damaligen Situation und der heutigen Situation. Wir hatten ja 1929 den Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse und wir haben im September 2008 den Schwarzen Mittwoch, war es glaube ich, der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank. Und beide Schreckensereignisse an den Börsen waren gefolgt von einer Wirtschaftskrise, die nicht aufhören wollte. Und die Leute waren damals ähnlich verzweifelt wie heute, wahrscheinlich noch verzweifelter, weil sich die Krise fortfraß und die Politiker nur bla bla. Also Rettungspakete, Stützungspakete, Notverordnungen, Regierungen werden gestürzt, Diktatoren kommen, die Banken beherrschen alles und die Leute waren sprachlos und sind heute ja auch sprachlos. Und dann gehen sie ins Kino. Und das war 1933 der Film King Kong und die weiße Frau, wo ja eine Naturgewalt, die man als Chiffre der Naturgewalt des Finanzkapitals interpretieren kann, aus den Tiefen des Urwalds ausbricht und in New York, an der Wall Street also, landet, Empire State Building hochkraxelt mit der weißen Frau in der Pranke und letzten Endes nur gestoppt werden kann durch die US Air Force. Also ein Film, der gar nicht von den Finanzen handelt, der aber unterschwellig transportiert diese ungeheure Bedrohung, die jetzt da ist. Und so einen Film haben wir jetzt auch, nicht King Kong, sondern Batman, die neue Folge The Dark Knight Rises. Und wieder laufen die Leute ins Kino, weil auch in dem Film, und das behandeln wir auch in zwei Artikeln, weil auch in dem Film, ohne jetzt groß darüber finanztechnisch zu sprechen, reflektiert wird, was bei einem Wirtschaftszusammenbruch vor sich gehen könnte. Und die Pulverfässer, auf denen Gotham City sitzt in diesem Film und die eins nach dem anderen explodieren, das sind ja die Pulverfässer, auf denen Griechenland, Italien, Spanien, Portugal sitzt, also die Bomben aus fiktivem Kapital, die das internationale Bankenkartell unter Führung von Goldman Sachs dort installiert hat. Und ich glaube, die Leute spüren, damals wie heute, die ungeheure und kaum fassbare Gefahr. Und für diese kaum fassbare Gefahr, die doch ungeheuer stark ist, wählen wir eben sozusagen als Metapher auf dem Titelbild King Kong. Ja, andere bringen, was weiß ich, Hitler oder Stalin oder Kategorien aus der politischen Vergangenheit. Aber wir wollten, um das Neue zu fassen zu kriegen, eben auch ein Bild nehmen, das jeder versteht, auch wenn er nicht unbedingt in politischen Kategorien denkt. Ja. Aber nochmal zurück zur Euro-Krise. Das Heft hat den Schwerpunkt Euro, drohender Euro-Crash, drohender deutscher Staatsbankrott. Wir sind sehr zufrieden, dass wir prominente Politiker auch im Interview zu fassen bekommen haben. Wir haben Wolfgang Kubicki von der FDP im Interview, der sich hinter die Euro-Rettung stellt, also im Grunde eine sozialdemokratische Position vertritt. Und wir haben als Gegenpart Hertha Deubler-Gmelin,
die ja immerhin Justizministerin war unter Gerhard Schröder, aber jetzt sich an die Spitze gestellt hat, der Euro-Kläger gegen den ESM in Karlsruhe, also im Grunde als Sozialdemokratin gegen die jetzige Parteilinie opponiert. Da haben wir eine ganz schöne Konfrontation auf unseren Seiten. Und wir haben eben mehrere Artikel drin, die die Krise ausloten. Also um mal vielleicht mit meinem Artikel zu beginnen. Das Besondere, wenn man den Politikern zuhört, ist ja, dass sie die Leute dumm schwätzen. Ausdrücke ESM, EFSF, Rettungsfonds, Rettungsschirm, vorläufiger Rettungsschirm. Die Leute blicken nicht mehr durch, die Politiker verabschieden es im Parlament, ohne die Gesetze gelesen zu haben. Da gibt es ja die entsprechenden Interviews. Und wenn dann der Bürger aufmuckt, dann kommt Kriegsrhetorik. Das heißt, der Euro ist eine Frage von Krieg und Frieden. Das alte Zitat von Helmut Kohl. Das heißt, wir müssen den Euro verteidigen, koste es, was es wolle. Von Kommissionschef Barroso. Und Mario Draghi, der Chef dann in der Europäischen Zentralbank, kommt jetzt mit der dicken Bertha oder mit der Bazooka, wo er Geld rausschießen will, um die Euro-Feinde niederzumähen. Ja, also eine Kriegsrhetorik. Man hat den Eindruck, die letzten Tage im Euro-Bunker, die Dollarfront rückt immer näher und wir müssen den Führern folgen wie damals. Ja. Gott sei Dank regt sich jetzt Widerstand. Wir haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes über den ESM, der ja vom Bundestag schon beschlossen ist, aber das Verfassungsgericht auf Antrag unter anderem von Herta Deubler-Melin entscheidet am 12. September über die einstweilige Verfügung sozusagen. Und wir haben im Vorfeld einige Demonstrationen, zum Beispiel in Karlsruhe 2 Tage vorher. Und unser Heft soll eben in dieser Kompaktausgabe wollen wir eben die Argumente gegen Euro und ESM in leicht verständlicher Form darbieten. Dazu etwa auch der Artikel zum drohenden Staatsbankrott, wo mal zusammengerechnet wurde. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Steuergeldern und mit unseren Einkommen in Bezug auf die Euro-Rettung? Wird da etwas gerettet, was nicht zu retten ist und wir verlieren alles? Summa summarum, das wird in dem Artikel deutlich, stehen mittlerweile 1.500 Milliarden an deutschen Guthaben, Steuergeldern im Feuer für die Euro-Rettung. 1.500 Milliarden, das ist das Sechsfache der jährlichen Steuereinnahmen des Bundes. Eine unglaubliche Summe. Die eine Hälfte, ungefähr 700 Milliarden, steht im Feuer für den Euro-Rettungsschirm, bisher EFSF, künftig ESM. Und die andere Hälfte etwa steht im Feuer zugunsten der sogenannten Target-Kredite. Das heißt, es sind im Grunde Schulden, die die Zentralbanken der Schwachwirtschaftsländer im Süden wie Griechenland bei der Bundesbank haben und die im Falle des Kollaps uneinbringbar sind. King Kong stürmte ja 1933 metaphorisch das Empire State Building, von dem sich ja 1929 auch viele wegen der Wirtschaftskrise in den Freitod gestürzt haben. Jetzt gibt es Zahlen dazu aus Italien vom Frühjahr 2012. Ja, Freitote nehmen zu in Italien, ja. Und das wird wohl dann auch genau wie 1929 was mit der wirtschaftlichen Lage auch zu tun haben. Absolut. Dazu unser Artikel im Heft Stasi 2.0, die Steuerfahnder kommen. Und dafür liefert eben Italien die Blaupause. Wir haben unter dem neuen Premier Mario Monti, ein Mann der Privatbank Goldman Sachs, haben wir in Italien die Veränderung des Steuersystems im Vergleich zur Ära Berlusconi, eine Verschlechterung. Das heißt, wir haben eine Steuereintreibungsbehörde, die privat ist. Und mit dem Finanzamt, das weiß jeder von uns, kann man noch einigermaßen verhandeln. Wenn die einen Fehler machen, kann man Rechtsanwälte einschalten. Man kann Stundung beantragen, man kann Ratenzahlung beantragen.
Aber in Italien geht es jetzt knallhart aufgrund dieser privaten Steuereintreibungsbehörde. Da wird nicht mehr diskutiert, da wird vollstreckt, da wird beschlagnahmt. Und vor allem kleine Mittelständler, die halten das nicht mehr aus. Und die Steuerfahnder können in die Wohnung kommen. Wenn eine Steuerschuld, was weiß ich, bei 5.000 Euro liegt, dann können die in die Wohnung kommen und zack, zack, zack beschlagnahmen. Und diese Schande, die halten viele nicht aus und nehmen sich dann den Schreck. Da bringen wir einige Beispiele. Und ich sehe die Gefahr, und die Vorlagen gibt es im Bundesfinanzministerium, dass es bei uns genauso zugehen wird, wenn die Zahlungsverpflichtungen Deutschlands im Zuge der sogenannten Euro-Rettung steigen. Denn es gibt ja Pläne, die auf Zwangshypotheken für Immobilienbesitzer rauslaufen. Das heißt, viele von uns, ich übrigens auch, haben sich eine kleine Wohnung gekauft, weil es ja vor 10, 15 Jahren hieß es, Alterssicherung, jeder muss selbst für sich sorgen, der Staat kann die Renten vielleicht nicht mehr bezahlen, also hat man sich eine Wohnung gekauft. Diese Immobilien, so gibt es Pläne, sollen jetzt besteuert werden. Und wenn man meinetwegen eine Immobilie hat von Wert 100.000 Euro und muss 10% als Zwangshypothek abführen an den Staat und hat diese 10.000 Euro nicht, dann bekommt man einen Kredit von der Bank, den man abstottern muss. Also es wird nicht gestundet, es wird nicht angeschrieben. Zwangshypothek heißt Cash. Ja? Da gibt es die unterschiedlichsten Pläne und es muss nicht das Allerschlimmste kommen, aber es gibt seriöse Institute, deren Berechnungen einem Angst machen. Nehmen wir das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, SPD und gewerkschaftsnahe, die sagen, man soll eine Zwangsabgabe einführen in Deutschland ab einem Vermögen von 250.000 Euro. 250.000 Euro. Jeder, der ein Haus gebaut hat oder jeder, der ein Haus von seinen Eltern geerbt hat, kommt leicht über diese Summe und wird dann zwangsveranlagt zur Rettung des Euro. Das gab es schon mal 1922 in der damaligen Vorinflationskrise. Der Staat hat damals gesagt, wie er auch heute sagt, Moment, das sind ja nur Darlehen, wir nehmen euch nichts weg. Ihr Immobilienbesitzer oder Besitzer von mehr als 250.000 Euro, gebt uns, dem Staat, ja nur einen Kredit und wir zahlen euch das mit Zinsen zurück. Aber so war es damals auch nicht. Nach der Hyperinflation 1925 hat der Staat gesagt, jetzt ist alles anders, wir können nicht zurückzahlen, Pustekuchen. Seht, wo ihr bleibt. Ja, und das ist die große Gefahr. Na ja, gut, wir werden sehen, wie das Bundesverfassungsgericht am 12. September in der Sache entscheidet. Ihr habt ein großes Syrien-Dossier in der aktuellen Ausgabe, schon wieder. Schon vor 2 Monaten wurde uns von den Massenmedien verkündet, jetzt beginnt der Endkampf um Damaskus. Genau in dieser Zeit hattet ihr einen eigenen Reporter in Damaskus, Andrea Ricci, der jetzt einen ausführlicheren Bericht in der Ausgabe vom September geschrieben hat. Ja, wie sieht es denn aktuell aus in Syrien? Ja, also er war in Damaskus zwischen 14. und 24. Juli. Das war genau die Zeit, wo dann die sogenannten Rebellen, im Wortsinne Terroristen, mit ihrer Offensive Vulkan begonnen haben. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir zu ihm gesagt, da fährst du nicht hin, das ist zu gefährlich. Aber dann war er dort und dann ging es los und dann konnte er auch gar nicht mehr weg. Ich erinnere mich, ich habe mit ihm telefoniert im Hotel. An einem Tag waren die Kämpfe so nahe ans Stadtzentrum gerückt, dass ich beim Telefonat Maschinengewehrfeuer im Hintergrund gehört habe. Also das waren wirklich gefährliche Stunden. Wobei man dazu sagen muss, er selbst fand das im Schluss auch wichtig. Und wir als Zeitung natürlich auch. Wir dürfen die eigenen Leute nicht gefährden, das ist schon richtig. Aber wir müssen auch Korrespondenten vor Ort haben, Augenzeugen, die der Desinformation der Massenmedien etwas entgegensetzen. Und da waren seine Beobachtungen sehr hilfreich. Er hat die Flüchtlingsbewegungen in der Stadt mitgekriegt, als die Kämpfe losgingen. Und typisch war, die Leute sind ins Stadtzentrum geflohen. Das heißt, in Richtung Staatsmacht, etwa in sein Hotel, wo er auch war. Das heißt, nicht weg von Assad, sondern im Grunde hin zu Assad, weil sie Angst haben vor den Terroristen.
Oder dann auch die Evakuierung von Andrea war sehr interessant. Wir haben uns natürlich Sorgen gemacht. Die Kämpfe waren dann nach 2, 3 Tagen beendet. Die Armee hatte ja die Stadtteile zurückerobert. Aber trotzdem war unklar, wie kommt er raus? Und Al-Jazeera und Al-Arabiya, die auf Seiten der Terroristen stehen, weil sie auch von saudischem oder Golfgeld finanziert werden, die haben ja immer beschrieben, ja, die Rebellen, die beherrschen die ländlichen Regionen, das ist gefährlich. Die Leute flüchten auf die, zur Grenze hin, etwa Richtung Libanon. Und Andrea Ricci hat sich natürlich Sorgen gemacht, wie kommt er aus dem Land raus, und hat nur mit einiger Mühe einen Taxifahrer befreundet gefunden, der ihn dann rausgebracht hat. Auf der Fahrt selber hat er festgestellt, alles erstunken und erlogen. Die ganze Fahrt raus aus der Stadt war völlig ruhig. Keine Gefechte, keine Schüsse, keine Terroristen, nichts. Das heißt, die ganze Propaganda über Rebellen beherrschen hier und hier und hier Regionen hat überhaupt nicht gestimmt. Und dann kam er zur libanesischen Grenze und da kam er schneller durch bei der Ausreise als bei der Einreise, wo ja das ganze Visum und so weiter kontrolliert werden muss, weil es die Flüchtlingsströme, über die uns auch berichtet wird, ja gar nicht gibt. Es gibt natürlich einen lebhaften Verkehr zwischen Libanon und Syrien, weil die Leute Verwandtschaftsbeziehungen haben auf dieser oder jener Seite der Grenze, da fällt man mal rüber, gerade im Ramadan. Aber es gibt diese Flüchtlingsströme nicht. Und er hat dann gesehen, wie auf der libanesischen Seite der Grenze westliche Nachrichtenagenturen, die da Dutzende von Kameras aufgebaut hatten, die haben dann die Leute, die gar keine Flüchtlinge waren, gecasht und ihnen zum Teil Geld gegeben, dass sie entsprechende Aussagen machen. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit allem, was man hört. Und deswegen haben wir dieses Syrien-Special gemacht. Wir haben einen sehr interessanten Bericht drin, nicht von Andrea Ricci, sondern einer anderen Landeskundlerin, einer Deutschen, die seit 20 Jahren kulturellen Austausch zwischen Syrien und der Bundesrepublik Deutschland macht. Und die berichtet mal, was vielleicht noch wichtiger ist als der Live-Bericht aus Damaskus von Andrea Ricci, die berichtet mal, wie das eigentlich losging in Syrien. Das war ja im Frühjahr 2011. Und der Zündfunke war in der Stadt Daraa, auch im Süden. Und sie hat dort Freunde und die haben ihr das mal erzählt. In Daraa, uns wurde ja gesagt, Studentenunruhen und so weiter und so weiter. Aber im Grunde war es ein Konflikt mit Beduinen. Dort leben sehr viele Beduinen und sie kennt viele. Es gab mit Kids, mit Schülern, Vorfälle von Vandalismus, Graffiti, Zerstörungen in Schulgebäuden und so weiter. Was es bei uns auch gibt. Die örtlichen Behörden haben sehr hart reagiert. Die haben die Kids weggesperrt. Die Scheichs von den Beduinen sind zum Bürgermeister gekommen und fragten, was los ist. Und haben zum Zeichen ihrer Demut ihre Kopfbedeckung, diesen Beduinenschal, runtergenommen und auf den Tisch gelegt. Und der Bürgermeister, diese autokratische Kanaille, fegt diese Zeichen der Würde vom Schreibtisch runter und brüllt die Leute an und schmeißt die praktisch raus. Daraufhin beschweren sich die Scheichs, die Beduinen, bei Assad, schreiben einen Brief. Und Assad lädt die Beduinen samt Bürgermeister und Schullehrer und so weiter nach Damaskus ein. Also wir sind etwa im Zeitraum März, April 2011. Die kommen nach Damaskus und reden mit Assad. Und Assad gibt ihnen Recht. Und Assad entlässt den Bürgermeister. Und Assad entlässt den Polizeichef. Und Assad fragt die Beduinen, was wollt ihr noch? Und sagen die Beduinen, das Verhältnis mit der Staatsmacht ist jetzt bei uns nach den Vorfällen so kaputt, wir wollen Daraa selbst regieren. Bitte zieh deine Polizisten aus Daraa raus. Und Assad überlegt und sagt ja. Und so kam es. In Daraa wurden alle Verantwortlichen dieser Inhaftierung von Schulkindern bestraft von Assad, entfernt von ihren Ämtern. Und die Stadt hat sich, so wie die Beduinen es wollten, eine Zeit lang völlig selbst regiert. Bis dahin, dass die Beduinen den Verkehr geregelt haben. Und es lief gut. Das Problem war nur, dass dann in Daraa ein Sicherheitsvakuum entstand, wo ausländische Kämpfer
ausländische Terroristen in die Stadt eingedrungen sind und angefangen haben mit Schießen. Und so hat sich die Situation aufgeschaukelt. Das war nicht die Schuld von Assad. Und wir haben jetzt auch in dieser Ausgabe nochmal das Interview drin abgedruckt, was im Fernsehen lief, Jürgen Totenhöfer mit Assad, wo Assad ja ganz klar sagt, ich bin für Demokratie. Das Volk soll entscheiden. Wir machen Wahlen. Wir machen auch Wahlen unter Einbeziehung der Opposition. Natürlich nicht mit Leuten, die schießen, aber unter Einbeziehung der politischen Opposition. Und dann soll das Volk entscheiden, welche Regierung will es, welchen Chef, welchen Präsidenten will es. Und ich bin auch bereit zu gehen. Ich kann auch wieder eine Augenklinik eröffnen, wie ich es vorher gehabt habe in London. Ja, also mir scheint, alles, was uns aus Syrien erzählt wird, ist erstunken und erlogen. Und Gott sei Dank ist es uns gelungen, was ja keine der Mainstream-Zeitungen hat. Keine der Mainstream-Zeitungen hatte in der letzten Zeit einen Korrespondenten in Damaskus. Uns ist es gelungen, Andrea Ricci vor Ort zu schicken und über die besagte Autorin auch noch direktere Kontakte etwa zu den Beduinen in Dara herzustellen und das im Blatt darzustellen. Jetzt müsste ich an dieser Stelle aber trotzdem noch mal fragen, auch wenn wir das in vergangenen Interviews schon mehrfach erörtert haben, warum diese unglaublichen, menschenverachtenden Lügen? Es ist ein geostrategisches Spiel. Ja, es ist ein geostrategisches Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Zitat hier drin haben. Ja. Wir haben ja immer die Rubrik Zitate des Monats. Da fassen wir aus anderen Medien die Perlen zusammen, die dort unterm Schutt der Desinformation verschwinden. Und da haben wir ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25. Juli 2012. Da schreibt ein Nahostexperte: Und ihr denkt, es geht um einen Diktator? Mehrere seit längerem geplante für den Westen wichtige Öl- und Gaspipelines stehen auf dem Spiel, die Saudi-Arabien und Katar mit dem östlichen Mittelmeerraum und der Türkei verbinden und deshalb partiell durch syrisches Gebiet führen sollen. Also, in gewissem Sinne auch hier Krieg für Öl, Blut für Öl. Und vorgeschoben werden, wie in den früheren Fällen, Menschenrechtsüberlegungen. Ja? Und das Besondere ist eben, dass der Westen, die USA vor allem, ihre militärischen Interessen nicht durch eigene Truppen durchsetzen, sondern durch Terroristen, die über Katar und Saudi-Arabien finanziert werden. Also es sind keine GIs am Boden, sondern wir haben eben Wahhabiten oder Salafisten, die aus Riyadh zum Beispiel oder aus den Golfemiraten bezahlt werden und dort gegen die Staatsmacht und das friedliche Zusammenleben der Religionen, für das sich Syrien auszeichnet, mobil machen. Syrien, wir reden nicht über das politische System. Wir reden nicht über den Vater des jetzigen Präsidenten, den alten Assad. Das war natürlich schon ein harter Knochen, der viele Brutalitäten zu verantworten hat. Unter dem neuen Sadat, unter dem Sohn, ist vieles anders geworden. Aber wir reden vor allem über das religiöse Zusammenleben in Syrien. Und da ist ja unsere Schlagzeile Wiege der religiösen Toleranz. Wir haben Muslime, wir haben Juden, wir haben Christen, die dort seit Jahrhunderten, es hat nichts mit Assad zu tun, seit Jahrtausenden friedlich zusammenleben. Da gab es nie was. Und die Stärke des jetzigen Syrien ist auch, dass die Leute sagen, egal ob wir muslimische Syrer sind, christliche Syrer, jüdische Syrer oder atheistische Syrer, wir sind erstmal Syrer. Natürlich müssen wir zusammenhalten. Im Grunde so ähnlich wie Jugoslawien, was ja auch ganz gut funktioniert hat, multikulturell und multireligiös, bis der Westen den Terrorismus entfesselt hat,
und den Separatismus. Also ein ganz ähnliches Muster. Und wir erleben jetzt auch die gleichen Abläufe. Zuerst wird am Boden ein Bürgerkrieg entfesselt, wo die NATO noch nicht dabei ist. Und dann wird aber hintenrum, je mehr der Bürgerkrieg verloren geht für die prowestlichen Terroristen, er geht ja verloren, die Schlacht um Damaskus haben sie verloren, jetzt haben sie die Schlacht um Aleppo verloren, je mehr die Fußtruppen, die bezahlten Terroristen ins Hintertreffen geraten, umso mehr wird darüber spekuliert, müssen wir doch die Luftwaffe schicken. Und das war damals bei Jugoslawien auch so. Sehr informative Ausgabe, würde ich sagen. Vielen Dank, Jürgen, und wir sehen uns dann im Oktober wieder. Wir sehen uns im Oktober wieder und wir sehen uns vor allem dann im November auf unserer großen Konferenz, Souveränitätskonferenz von Kompakt zusammen mit dem Russischen Kulturinstitut in Paris unter dem Motto: Welche Bündnisse braucht Deutschland? Hauptredner Peter Scholl-Latour am 24.11.